Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch ein weiteres Glossy Box Unboxing von meinem Presale Haul. Und da bin ich auf jeden Fall sehr drauf gespannt, welches Produkt bzw. welche Produkte mich in dieser Box überraschen werden. Und heute habe ich mal das neue Teil, was ich mir bestellt hatte, aus dem Zaggy Shop an. Und ich finde mich ein bisschen, naja, ziemlich unwohl in diesem Pullover. Ich hatte das bei Instagram gepostet, dass ich mir etwas aus dem Zaggy Shop bestellt habe und das ist hier dieses Teil geworden. Das gab es nämlich im Sale und ich dachte mir, ich bestelle das mal, weil das hier solche... Kennt ihr das von den Gardinen, die das manchmal so haben? Und ich fühle mich wie so eine Gardine gerade, weil das so, naja, so breit ist. Vor allem hier vorne. Guck mal, wie viel Platz hier noch ist. Das ist echt komisch. Vor allem habe ich mir S bestellt, weil es, glaube ich, XS und XXS nicht mehr gab und ich den Pullover unbedingt haben wollte, weil ich ihn an sich ganz schön fand, aber irgendwie ist er mir ein bisschen zu groß. Aber nicht so schlimm. Dafür ist es in dem Pullover ziemlich, ziemlich warm und das ist ja das Gute daran. Heute machen wir eine weitere Glossy Box auf und die ist in so einem schwarzen Karton und ziemlich, ziemlich schwer. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, was für Produkte drin sein werden. Falls du auch Lust hast zu erfahren, welche Produkte bzw. um welche Box sich es überhaupt handelt, dann bleib auf jeden Fall dran und los geht's mit dem Video. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Das würde mich von Herzen sehr, sehr freuen. Hier oben verlinke ich dir einmal mein Verlosungsvideo, da kannst du gerne vorbeischauen. Dort verlose ich nämlich 2 Beauty-Pakete und falls du Interesse hast, dann kannst du dort gerne vorbeischauen. Und ich verlinke dir hier einmal hier... Und ich verlinke dir einmal hier oben noch weitere Videos, die du dir sehr gerne anschauen kannst, falls du die Zeit dafür hast. Und unten in der Infobox habe ich dir noch meine eBay-Seite verlinkt, da kannst du ebenfalls gerne vorbeischauen. Dort verkaufe ich nämlich Sachen von mir und falls du Interesse und die Lust und eventuell auch die Zeit dafür hast, kannst du dort gerne vorbeischauen. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, vielleicht findet sich ja etwas Passendes für dich. Dann, liebe Leute, würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Unboxing. Ich bin gespannt, was es für eine Box ist, weil die ziemlich, ziemlich schwer ist. Und wir machen auf... Ich glaube, ich weiß, was für eine Box es ist. Ich glaube, das ist die Man-Box, denn ich habe mir auch eine Man-Box bestellt. Meine erste Man-Box von Glossy Box. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und die ist sogar ohne Werbung. Das ist echt krass. Aber die ist ziemlich verkratzt. Wo lag die denn, bitteschön? Naja. Okay, die Box sieht auf jeden Fall hier ganz normal, naja, so... Welche Farbe soll ich denn das beschreiben? Graubraun? So eine Mischung aus Graubraun, würde ich schon sagen, oder? So, dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. Denn ich hatte tatsächlich noch nie eine Man-Box. Das ist meine erste Man-Box im Sale. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. So sieht sich ja mal aus. Das Schleifchen ist... Und besser als bei den anderen Boxen auf jeden Fall. So, dann gucke ich hier einmal, was hier eventuell so drin sein könnte. Hm? 5 Produkte sind allerdings nur enthalten. 2, 4, 6, 7 Produkte sind abgebildet, genau. Und zwar lese ich vor, Glossy Box Man, Men's Grooming Edition, eine neue Jahreszeit bedeutet auch immer eine neue, prall gefüllte Glossy Box Man. Nach dem heißen Sommer wird es Zeit, sich wieder ausgiebiger dem eigenen Body, Haar und Gesicht zu widmen. Gönn dir den ultimativen Erfrischungskick unter der Dusche, widme dich deinem Haarstyle und probiere einen neuen herbstlichen Duft aus. Tolle Produktideen für deine überholte Pflegeroutine findest du in der aktuellen Box. Als kleine Extra-Überraschung haben wir dir 3 Düfte von Zlatan Abramovic zum Testen in die Box gepackt. Gefallen sie dir? Auf www.blablabla erhältst du mit dem Code MANBOX 25% Rabatt auf alle Produkte. Okay, das ist dann wahrscheinlich die... September-Oktober-Box von 2019. Das heißt, die Box ist nicht allzu alt. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal rein, was denn hier so drin ist. Hier haben wir einmal den ersten Blick in die Box. Und hier sind auch die 3
Parfümproben, die ja da gerade vorgelesen wurden. Und zwar ist es einmal diese hier. Sieht eigentlich ganz nice aus. Riechen tue ich da leider noch nichts raus. Dann haben wir einmal dieses hier. Und einmal das hier. Ich weiß allerdings, ob ich daran riechen soll. Ich mache es einfach mal. Ein kleiner Parfümtest. Das ist jetzt einmal dieser hier, dieser Duft. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie was erkennen kann. Oh ja, der gefällt mir. Oh ja, der Duft gefällt mir. Ich kann aber leider Düfte nicht so gut beschreiben. Also es riecht mehr, als hätte man gerade sich geduscht. So die Duschgele riechen, wenn man sich, wie die Männer Duschgele riechen. Also es riecht sehr frisch. Naja, also mir gefällt der Duft auf jeden Fall. Also mir gefallen eigentlich recht alle Düfte von Männerparfüms. Dann haben wir einmal dieses Pröbchen hier. Das sprühe ich einfach mal in der Nähe ab. Das zum Beispiel gefällt mir gar nicht. Oh mein Gott, ich hasse solche Düfte, wenn Männer diese tragen. Das ist so ein richtig krasser Duft. So. Ihr wisst, ich kann keine Düfte beschreiben. Zum Beispiel mein erstes Parfüm-Test-Video. Ich glaube, das ist einmal hier oben verlinkt. Ich glaube, das ist mein erstes Parfüm-Proben-Video war. Von Jonas Ems, die Parfums. Das war eine Katastrophe. Ich habe so viele Kommentare bekommen. Ja, im Endeffekt wissen wir jetzt nicht, wie die Düfte riechen. Ja, klar, dann riecht doch selber dran, oder? Ich meine, das war meine eigene Meinung. Mir haben die Parfüms eigentlich sehr gut gefallen. Aber ich kann einfach die Düfte nicht beschreiben. Ich kann ja jetzt nicht sagen, es riecht nach Vanille, Kokos. Okay, Vanille, Kokos hätte ich zwar schon erraten können, aber irgendwie so, keine Ahnung, was kommt in Parfüms denn so rein? Ich weiß es nicht. Und ich kann es auch nicht wirklich beschreiben. Ein Testvideo ist ja eigentlich so, dass man die Produkte testet und sagt, wie die waren oder nicht. Klar, man sagt, dass die ja gut riechen oder nicht gut riechen. Ich weiß, für jeden Menschen ist das anders. Für jeden riecht irgendwas anders. Klar, verstehe ich. Aber dieses Parfüm gefällt mir nicht. Dieses aber schon. Und wir testen jetzt noch einmal dieses hier, sonst wird das Video hier ein bisschen zu lang. Was eigentlich nicht geplant war. Aber es ist ja meine erste Mailbox, dann kann man das mal machen. Naja, okay. Es ist in Ordnung, aber das riecht eigentlich auch ziemlich frisch und hier ist ja alles so grün abgebildet. Das riecht auch ein bisschen so nach, bisschen nach Wald, nach Wiese, so ein bisschen. Und dann halt so ein ganz frischer Duft dazu. Also diesen Duft konnte ich jetzt ganz gut beschreiben. Und wir widmen uns jetzt den Produkten, die in der Glossy Box drin sind. Und zwar haben wir das erste Produkt, und zwar von L'Oréal Paris, ein Grooming Pomade. Spurenlos FX, smarter und gepflegter Look. Natürlich halt. Also ich denke mal, dass das irgendwie was für die Haare ist. Wahrscheinlich irgendwie so ein Haargel oder ein Haarwachs, keine Ahnung. Das schaut ja auf jeden Fall so aus. Mega interessant. Und ich gucke mal, vielleicht kann man ja hier was sehen. Okay, das ist etwas ganz, ganz Komisches. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass es hier so weiß. Kennt ihr sowas? Also, es ist zwar eine Pomade, aber ich habe tatsächlich sowas noch nie gesehen. So, was haben wir hier als nächstes? Oh, so eine ähnliche hatte ich eigentlich schon mal, aber in etwas größer. Und zwar ist es hier eine von Mood Masky, eine Sleep Repair Renewable Nourishing Mask pH Balanced. Also es ist eine Repairing, Hydrating, Smoothing und Protecting Sleep Repair Maske. So, jetzt habe ich es aber auch.
Und diese Maske von Mood Maski hatte ich in etwas größer irgendwo, glaube ich, mal drin gehabt. Die habe ich auf jeden Fall noch stehen und habe die auch noch nicht benutzt. Allerdings finde ich das halt irgendwie blöd, wenn man das so was bei einer Männerbox reintut. Da hätte ich vielleicht schon irgendwie was extra für Männer reingetan. Denn es gibt auch tatsächlich so, ich glaube, Masken oder halt irgendwie halt so Peelings für Männer extra. Deswegen würde ich das besser finden. Genauso wie dieses Produkt. Und zwar ist es hier von Monoskin eine Line Smoothing Eye Cool Gel für alles, für alle Hauttypen. Okay, also es ist halt einfach eine Augencreme und ich finde auch sowas passt überhaupt gar nicht in eine Männerbox. Ich habe wirklich noch nie einen Mann gesehen, der irgendwie Masken benutzt und sich das Gesicht so halt krass reinigt. Und dann haben wir auch noch ein Produkt von Pharmann, ein Ocean Collection High Seas Frisch Maritimer Duft. Und zwar ist das ein 3-in-1 Duschgel, Körper, Haar und Gesicht. Da haben wir zum Beispiel ein Produkt, was 3-in-1 ist. Und für Frauen, verdammt nochmal, findest du einfach so ein Produkt nicht, das 3-in-1 ist. Für die Frauen musst du extra ein Duschgel kaufen, du musst extra ein Shampoo kaufen und du musst extra einen Reinigungsschaum kaufen oder ein Reinigungsgel. Und hier ist einfach alles 3-in-1 drin. Das finde ich echt, echt krass. Oh ja, das finde ich echt cool. Und ja, das wird dann wahrscheinlich mein Freund bekommen. So, und dann habe ich hier noch ein letztes Produkt und zwar ist es von Butcher's Sun, ein Deodorant für Men mit Cooling Formel, ein 24-Stunden-Schutz und ja, sieht sehr interessant aus, habe ich noch nie gesehen, riechen tue ich nichts raus und das schaut ja immer so aus, das sieht aus wie so eine Farbdose. Kennt ihr das? So Sprühfarbe, so ähnlich sieht das irgendwie aus, finde ich. Aber ich rieche einfach mal dran. Oh! Was ist das für ein Geruch? Ah ne, jetzt geht's, jetzt geht's. Ich glaube, das war nur der erste, oder? An sich? Es geht. Doch, finde ich schon in Ordnung. Okay. Ja, das war es dann eigentlich schon mit meiner ersten Manbox. Hier blende ich dir einmal den Wert ein, die Manbox hat. Ich habe mir tatsächlich noch nie vorgenommen, eine Manbox zu bestellen, weil ich ehrlich gesagt mehr oder weniger Angst davor hatte, die zu bestellen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel die überhaupt kostet. Ich glaube 15 Euro, oder? Und da sind halt meistens Produkte drin im Wert von, ich glaube 20 Euro oder so. Und dann finde ich, das lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Und da bestelle ich lieber eine Box für mich. Jetzt habe ich einmal meinem Freund eine Box bestellt. Ich hoffe, der freut sich darüber. Und dann würde ich sagen, wenn dir dieses Video gefallen hätte, würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du es sehr, sehr gerne einmal hier unten kostenlos tun. Das würde mich von Herzen sehr, sehr freuen. Wie gesagt, verlinke ich dir einmal hier oben mein Verlosungsvideo und auch weitere Videos, die du dir sehr gerne anschauen kannst. Unten in der Infobox habe ich dir noch meine eBay-Seite verlinkt, da kannst du ebenfalls gerne vorbeischauen. Dort verkaufe ich nämlich Sachen von mir und falls du Interesse und die Zeit und die Lust dazu hast, dann kannst du dort gerne vorbeischauen. Vielleicht findet sich hier etwas Passendes für dich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!